Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, an den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, stellen Sie sich nur vor, im Museum der großen orangenen Revolution ist ein Rohr gebrochen. Natürlich lösen wir üblicherweise solche Probleme auch ohne Zutun des Leiters des Stadtkomitees. Aber jetzt sind wir auf wiederholte bürokratische Hindernisse gestoßen. Die Museumsverwaltung kann unsere Mitarbeiter nicht ohne ihre offizielle Genehmigung auf das Gelände des besonderen Kulturobjekts lassen. Ich bitte Sie aufrichtig um Verzeihung, dass ich sie wegen solcher Kleinigkeiten von der Arbeit abhalte. Hochachtungsvoll, Jean Kippler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt für die Stadt Eisen 1. Dass wir uns überhaupt mit sowas beschäftigen müssen. Ich sehe nicht, wie das ein Problem werden könnte, indem wir, ich sehe nicht, wie wir einen Nachteil haben, wenn wir die Rohre reparieren. Und es kostet uns auch nichts. Also, wenn ich in diesem Museum irgendwelche sprichwörtlichen Leichen im Keller sind, wüsste ich auch nicht, was da los sein sollte. Die sollen diese Rohre reparieren. Ja. Sie haben die Genehmigung für die Reparaturarbeiten erteilt. Die Mitarbeiter des Komitees für Lebensunterhalt haben den Schaden schnell behoben. Jedoch ist im Laufe der Reparatur das Tagebuch des Genossen Wolfram aus dem Museum verschwunden. Unter Aufbringung aller Anstrengungen konnten sie ein Durchsickern von Informationen über den Verlust verhindern und das Exponat durch eine Kopie ersetzen. Okay. Wolfram ist der, nach dem das Werk benannt ist, ne? Genau. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht so richtig, was könnte an seinem Tagebuch so spannend sein? Es wissen ja augenscheinlich alle, was in diesem Tagebuch drin steht. Jetzt ist da eine Kopie drin, von daher wird da wahrscheinlich, außer es gibt da noch irgendwas Verstecktes, irgendwelche Informationen, die noch nicht an der Öffentlichkeit sind, die vielleicht den ganzen Staat in seinen Grundfesten und seinen Grundidealen erschüttern könnten und damit werden wir erpresst. Aber an der Stelle bin ich auch, puh. Boah, diese Rumspekuliererei ist echt schwierig. Und auch ein bisschen anstrengend. Ja, okay, du wolltest auf Edelhack eingehen, hast du gesagt. Genau. Edelhack hat im Chat geschrieben, dass wir uns gerade so ein bisschen in den Untergang spekulieren. Und ich glaube, dass er recht hat. Weil wir haben die ganze Zeit immer nur so einzelne Datenpunkte, einzelne Informationen. Und wir versuchen, aus diesen einzelnen Informationen irgendwie abzuleiten, was das für uns bedeutet. Das Problem ist aber, wir haben nicht genug Informationen. Ja. Das führt dazu, dass wir in alle Richtungen spekulieren und vom Prinzip irgendwie alles sein kann. Wie gesagt, wir könnten das ganze Problem lösen, indem uns irgendjemand beispielsweise mal den Gesetzestext dieses Krankenversicherungsgesetzes zeigen würde. Macht aber keiner, sondern alle erzählen uns nur irgendwas darüber. Ja, ja. So geht es die ganze Zeit in diesem Spiel. Und ich finde das einen schönen Hinweis auch nochmal zu sagen, ja komm, dann lass uns ein bisschen weniger spekulieren. Und ein bisschen mehr auf den Bauch hören. Ja. Wäre jetzt so meine Quintessenz daraus. Mhm. Ich würde dem sehr gerne folgen, weil wir spekulieren uns echt um Kopf und Kragen. Ich meine, das ist ja auch spannend, da in der Richtung Sachen zu spinnen. Aber wir müssen auch irgendwann mal zurückgehen und mit dem bisschen klarkommen, was wir haben. Das stimmt schon. Ich habe mir jetzt Ja? Wir kommen auch nicht vorwärts. Nee, das stimmt. Dadurch. Ja. Wir haben momentan für alle möglichen Szenarien 3 oder 4 Arbeitstheorien, mit denen wir arbeiten. Aber mehr momentan auch noch nicht so richtig. Ja. Was das Problem an der Theoriebildung ist, wenn man nicht genug Datenpunkte hat. Total, total. Diese Geschichte mit dem Vater, der seine Tochter verloren hat, der uns Vorwürfe macht, was er, okay, das kann er machen. Ich würde ihm gerne die 6.000 geben, aber ich glaube, wir sind noch nicht bereit für diese Entscheidung, weil das letzte Mal, wir haben die Karte der Stadt noch offen. Und ich möchte mir nicht irgendwie, der eine Bezirk brennt und dann haben wir nicht mehr, weil wir ihm 6.000 gegeben haben, haben wir nicht mehr die, keine Ahnung, 22, die wir brauchen, um das instand zu setzen oder irgendwie sowas. Weißt du, ich kann diesen Schmerz verstehen,
Ich möchte diese Entscheidung zurückstellen und mir jetzt die Stadtkarte angucken. Also ich bin grundsätzlich auch dafür, diesen Vorgang sozusagen auf Wiedervorlage zu setzen. Okay. Bin mir aber bei der Geldzahlung übrigens nicht sicher, weil ich nicht weiß, ob wir den Schmerz des Mannes lindern können, indem wir Geld zahlen, oder ob es dadurch eigentlich nur noch schlimmer wird, weil wir quasi gefühlt vielleicht für ihn das Schweigen erkaufen. Aber ich bin auch noch nicht bereit, die Entscheidung zu treffen. Okay. Dann gehen wir mal auf die Karte. So, wir haben hier Defizit erstmal vom letzten Mal. So, wir haben ein Defizit an den Getränken. Die Versorgung von Eisen 1 war nie besonders gut. In letzter Zeit war die Situation aber dennoch deutlich schlechter geworden. Es stand ein ernster Mangel an Gegenständen des Alltagslebens bevor, wie Kleidung, Schuhe, Möbel, Geschirr. Um Unzufriedenheit sind die wohlsituierten Bürger, die ihr gewohntes Lebensniveau nicht aufrechthalten können. Aber wenn nicht bald etwas passiert, dann wird das Leben in der Stadt für alle unerträglich und dann kommt es zu einem sozialen Sturm. Und da geben wir einen von diesen Gütern, was immer das auch ist, um das zu lösen. Und da würde ich jetzt einen geben. Ja. Und das andere ist die Treibstoffkrise. Dasselbe. Wir haben nicht genug Öl. Ah, shit. Wir haben nicht Öl. Okay, das Öl kommt erst in der nächsten Runde. Ja. Okay. Hilft alles nichts. Dann Stadtgericht. Oh, nee. Bevor wir das machen, wir haben noch hier oben in der Druckerei die Agentengeschichte vom letzten Mal. Belästigung. Nur ein sehr standfester Mensch ist in der Lage, einer solchen Überzeugung zu widerstehen. Und zu diesem gehört der ehemalige Redakteur mit Sicherheit nicht. Bald kündigte Brody seine Arbeit oder er wurde gekündigt. Sie haben harte Methoden, Genosse River. Aber diese werden durch das Ergebnis vollständig gerechtfertigt. Manchmal ist eine solche Entschlossenheit gerade das, was die Partei braucht. Wir danken für die Mitarbeit. Der Agent fing Brody ab, als er nach Hause zurückkehrte und versuchte, ihn gehörig zu verdreschen. Ein voller Erfolg. Okay. Ja, man kann Erfolg so oder so bewerten. Ja, Brody war Redakteur bei der Zeitung und er hat die jungen Praktikantinnen belästigt. Durch die Bank weg. Jede junge Frau wurde von ihm belästigt. Und wir haben die Situation jetzt auf diese Art und Weise gelöst. Wir haben es versucht, vorher etwas milder zu machen, aber ja, das ist der Outcome hier. So, hier ist die nächste Agentengeschichte. Jetzt würde ich erst in diesen Bezirk gehen, wo wir eine Entscheidung fällen müssen, und dann gehen wir zur Agentengeschichte. Hier. Wolframbezirk an den Genossen Francis River. Frank, seit wann befasst sich die AIS mit ideologischen Rechtsverstößen? Warum erfahre von den monarchistischen Stinktier Coleman erst dann, nachdem er Chester Crestings fast entkommen ist. Diese Hohlköpfe haben ihm die Flagge weggenommen, was auf die Hand bekommen und entschieden, dass der Fall abgeschlossen ist. Sie haben es uns noch nicht einmal mitgeteilt. Gut, dass sich ein vertrauensbewusster Milizionär gefunden hat, der nicht abseits geblieben ist. Es kam heraus, dass Coleman bei sich zu Hause Revolutionäre und Immigrantenliteratur versteckte. Du weißt selbst, was das für Literatur ist. Das kann hier nicht im historischen Interesse gerechtfertigt werden. Nun aber kriegen wir den Jungen wegen einer Untergrundgruppierung dran. Bald wird er seine Freunde verraten und dann beginnt ein wirklich interessantes Gespräch. Und dir empfehle ich, John Chester an die Kandare zu nehmen und Geld für meine Fahndung nach der Schwarzgardistenbande locker zu machen. Rain Cooper. Da haben wir letztes Mal eine Entscheidung getroffen, dass der AIS sich kümmert und wir nicht die Politischen schicken. Oder? Ja, weil wir das zu diesem Zeitpunkt vermutet haben. Ich glaube, dass das mit dieser Nachbarschaftsgeschichte, wo der eine Nachbar uns gerufen hat
oder uns geschrieben hat, weil irgendwie es laut war bei ihnen in der Wohnung unten drunter. Und wir dann festgestellt haben, dass in der Wohnung unten drunter ja die Leute sind, die diese Demonstration vorbereitet haben. Nee, da haben wir nichts getan. Ich glaube, das bezieht sich auf irgendetwas, wo uns John Chester gesagt hat, wir haben da jemanden gefunden, der eine Flagge bei sich zu Hause hängen hat. Und sollen wir da nicht mal vorbeigehen? Und da haben wir gesagt, oder willst du nicht die politischen Dings aktivieren? Und da war es dann irgendwie, diese Antworten waren widersprüchlich. Und da haben wir gesagt, es soll der Dienstweg eingehalten werden. Irgendwie sowas war da. Ja, stimmt. Und anscheinend war das nicht die richtige Entscheidung. Na, zumindest für ihn nicht. Ja, für ihn nicht. Gucken wir mal, was wir an Optionen haben. Alles, was sie wünschen, 6.000. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich weiß von nichts. Naja, also wir waren bisher irgendwie ja ganz froh, mit ihm diese Freundschaft zu pflegen. Ich wäre jetzt hier auch intendiert wäre, also ich hätte jetzt die Intention zu sagen, ich würde diese Nummer. Weil er hat halt auch argumentiert, ja, hier, Beweise sind bei der Miliz da irgendwie, das wurde nicht vernünftig gehandelt, aber Gott sei Dank gibt es einen anderen Verstoß, den ich jetzt aufklären kann. Und da geht es um irgendwie eine Untergrundbande. Und diese Ermittlung würde ich auch gerne finanzieren. Ja, und im Chat, Edelhack, der Rain wird mir immer unsympathischer, ja. Also er ist nicht der, ich würde sagen, wir haben nicht mit dem zu tun, weil er so einen zauberhaften Charakter hat. Und mir widerstrebt es jetzt auch, Leute wegen ihrer literarischen Vorlieben da jetzt ranzukriegen. Also irgendwie, ich habe nichts gesehen, nichts gehört, ich weiß von nichts. Bin mir okay. Aber nicht sicher, ob es cleverer wäre, ihm einfach das zu geben, was er will. Ich habe gerade mal eine Umfrage gestartet. Die kostet nichts, also keine Kanalpunkte. Ihr könnt einfach daran teilnehmen. Ich hätte gern mal vom Chat gewusst, was ihr denkt. Also mal ein Meinungsbild eingeholt von euch. Da wäre ich echt mal neugierig drauf. Also geht einfach in den Chat, da ist eine Umfrage. Einfach dran teilnehmen, läuft jetzt noch anderthalb Minuten oder so. Ich wäre auch wenn mir gefallen beide Antworten, die wir geben können, nicht. Alles, was sie wünschen, gefällt mir nicht. Aber ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich weiß von nichts. Gefällt mir ebenso wenig. Wenn ich hier nochmal in den Text reingehe, also das einmal ausblende, es kam heraus, dass Coleman bei sich zu Hause vorrevolutionäre und Immigrantenliteratur versteckte. Du weißt selbst, was das für Literatur ist. Das kann hier nicht im historischen Interesse gerechtfertigt werden. Also, das kann hier nicht im historischen Interesse gerechtfertigt werden, heißt für mich, das ist jetzt nicht Zeug, was, also, das sind Geschichten, die halt gegen die Überzeugung der Partei gehen. Genau, es widerspricht dem ideologischen Über- oder Unterbau, je nachdem, dieses Staates. Das ja. Verstehe ich auch noch. So. Und Das ist ja ein Punkt. Aber deswegen würde ich ihn jetzt auch nicht verknacken. Aber dann kommt ja, nun aber kriegen wir den Jungen wegen einer Untergrundgruppierung dran. Bald wird er seine Freunde beraten und dann beginnt ein wirklich interessantes Gespräch. Ja, aber woher weiß er das mit dieser Untergrundgruppierung? Also das ist ja momentan auch erstmal nur ein Vorwurf. Wir wissen ja noch gar nicht, da ist ja noch gar nichts da. Bald wird er seine Freunde verraten und dann wird es interessant. Wir ermitteln erstmal ohne Anlass oder ohne irgendwas. Das fände ich jetzt irgendwie auch nicht so cool. Und ich habe den Eindruck, dass ein bisschen Dummstellen hier in dem Staat auch nicht schlecht ist. Ja, Chat sagt auch 2-1, nichts gehört, nichts gesehen. Ja, ist jetzt blöd. Wir jetzt sagen, bei uns ist es ähnlich aufgeteilt.
3 zu 2 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Ja. Also ich würde dazu tendieren. Ich würde mich aber dir und auch der Chat-Meinung, auch wenn nur 3 teilgenommen haben, beugen, weil ich bin, mein Herz steckt auch nicht in der Option drin. Sonst würde ich dafür weiter argumentieren. Also mich stört, dass er einfach noch nichts in der Hand hat. Wenn er irgendwas hätte, dann könnte, dann kann er, können wir nochmal drüber reden, aber momentan ist außer, die haben da Literatur versteckt, die sie nicht hätten haben dürfen, okay. Aber woher kommt dieser Vorwurf mit der Untergrundkopierung? Das erschließt sich mir nicht. Ja, und ich finde so eine... er liefert uns jetzt keine Hinweise, ja, ja. Also wir können jetzt auch im Trüben fischen. Ja. Aber muss vielleicht nicht. Genau, Freddy Nato sagte auch gerade, so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Darum geht's in dem Spiel die ganze Zeit schon. Aber das macht es irgendwie nicht leichter, das zu wissen. Ja, aber ich würde sagen, dann die Option, die letzte. Okay. Weil ein Punkt ist nämlich auch, wir haben noch 31. Mm. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, ich weiß von nichts. Sie haben die Universallösung für jedes Problem gewählt. Sie haben den Kopf in den Sand gesteckt. Nun ist Copper mit ihnen nicht zufrieden und seine Beamten haben den ganzen Bezirk aufgeschreckt. Ah. Na, er hatte also augenscheinlich doch noch genug Geld, es selbst zu machen. Hm. So, Stadtgericht. Streikbrecher. Es war unvorsichtig und wurde entdeckt. Was? Er war unvorsichtig und wurde entdeckt. Schaffte es aber trotzdem etwas herauszufinden. Ach, das war das zweite Ding, was wir... wo wir einen Agenten hingeschickt hatten. Der Agent sprach mit Bervois unter 4 Augen. Genauer gesagt versuchte er das und der andere lief praktisch weg. Nicht bevor er den Agenten als Spion Reeds und Speichelecker des Gebietskomitees bezeichnet hatte. Möglicherweise hat er von seinen ehemaligen Genossen genauso viel Angst wie vor dem jetzigen. Oder er ist vielleicht unsicher, wer von ihnen bedrohlich werden kann. Aber warum? Also wir wollten diesen, der eigentlich Reed, den Gewerkschaftsführer, ausspionieren wollte, der sich dann auf die Seite der Gewerkschaft geschlagen hat und mit die Demonstration angemeldet hat. Mhm. Was aber spannend ist, ist, er sagt, der hat unseren Agenten als Spion Reeds und Speichelecker des Gebietskomitees bezeichnet. Puh. Er hat mit Reed zusammen die Demonstration angemeldet. Hm. Woher kommt das denn jetzt? Jetzt müssen wir ja schon wieder spekulieren. Ja, das ist ein Hinweis, hier passt etwas nicht zusammen. Also es ist ein Hinweis darauf, dass wir mal wieder unzureichende Informationen haben. Jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Ich bin gerade bei dem kleinen Schauspiel zu am Schluss. Ja, ich lese mal kurz vor. Irgendwas stimmt hier nicht. Man muss ganz vorsichtig herausfinden, was in der Gewerkschaft über Beauvoir gedacht wird. Zweite Option. Zeit für ihn, sich seinen Ängsten zu stellen. Wir werden jemanden schicken, der größer und furchteinflößender ist. Sehen wir mal, was er sagt, wenn er an die Wand gedrückt wird. Lass uns ein kleines Schauspiel aufführen. Sollen sich Beauvoir... rätselhafte Unbekannte nähern und ihn auffordern, alles zu erzählen und mit diesem Spiel aufzuhören. Natürlich müsste man mit den Unbekannten vorher alles absprechen. Also bei dem zweiten stört mich natürlich, dass niemand etwas sagen wird, wenn er oder sie an die Wand gedrückt wird. Also das ist wie wenn man mit jemandem tanzen will, kannst du denjenigen auch nicht an die Wand stellen. Ich weiß halt nicht, wie das dritte gemeint ist. Also grundsätzlich ist mir das mit dem kleinen Schauspiel durchaus sympathisch, um rauszufinden, wer denn hier eigentlich wo steht. Ja, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich denke, was sie damit meinen, ob das wirklich da gemeint ist. Ich mir auch nicht, oder, nee. Oder ob das wieder so ein Anschlag wird und Gewalt angewandt wird oder so. Ja, aber ich finde das mit dem kleinen Schauspiel auch irgendwie eine nette Sache. Weil irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen ganz vorsichtig herausfinden, was in der Gewerkschaft über Beauvoir gedacht wird, ist auch interessant.
Sehe ich aber nicht für so wahnsinnig vielversprechend. Also ich schwanke Ich finde zwischen es auch 1 und interessant. 3. So. Ich auch. Und ich finde es bei Nummer 3 ganz interessant, dass dort von einer Mehrzahl gesprochen wird. Also es Ja. ist, sollen sich rätselhafte Unbekannte nähern. Ja. Also dieses mit dem ganz vorsichtig, ich habe den Eindruck, das funktioniert hier irgendwie nicht. Genau, das wird hier nicht funktionieren. Ich hätte jetzt, ich würde jetzt einfach sagen, 3 mit André Basilach. Okay, ich wäre bei 3 mit der Frau unten drunter. Ah, Adirane Nee, die oben drüber. Also bei der Jungfrau da. Katharine Hirsch. In der Hoffnung, dass sich so eine ähnliche Situation beispielsweise ergibt. Wir haben zum Beispiel vorhin, war unser Bürgermeister auch in der Kneipe und dann war eine junge Frau und er hat ja auf einmal alles erzählt. Warum soll das hier nicht so sein? Das stimmt. Also sie wirkt einfach nicht gefährlich. Ja, und Alle anderen haben so sie einen. hat auch das, ne? Kommunikativ zieht mit seltenen Ausnahmen leicht Menschen an. Also das wäre gerade irgendwie so eine Variante, die ich mir vorstellen könnte. Finde ich total sympathisch. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie ihn nicht gleich umbringt. Zumindest passt das nicht in ihre Beschreibung. Das stimmt. Ja. Na Jo. dann. So, und hier haben wir keine Ressourcen mehr. So. Richtig. Jetzt haben wir noch die Entscheidung hier mit dem Mann, der seine Tochter verloren hat. Ich bin bei Also diesen mir. Sachen so mit dem. Ich hätte jetzt bei diesen Sachen. Ich bin eigentlich der Text hier. Jeder, der einen Angehörigen verliert, verdient irgendein Schmerzensgeld. Wir beginnen mit Herzog, aber es wird nicht der einzige sein. Gefällt mir im Vergleich zu den drei Alternativen. Für sich allein genommen ist das immer noch ein furchtbarer Satz. Es steht nichts von Prävention und so und bla drin. Und ich versuche gerade blind zu sein gegenüber den Beträgen. Ach, die Beträge sind mir auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, ehrlich gesagt. Also es ist für mich auch keine Frage des Geldes. Für mich ist es eher so eine Frage, was bringt es? Und ich bin Ja. mir nicht sicher, ob es irgendwas bringt und irgendwem irgendwas bringt, wenn wir Geld zahlen. Und die einzige tatsächlich emotionale Reaktion ist die letzte. Das verwirrt mich auch noch ein bisschen, weswegen es mir sehr schwer fällt, da eine Entscheidung zu treffen. Ich würde den Chat noch mal fragen. Also A, B oder C? Du hast recht. Die einzige wirklich emotionale Äußerung ist die letzte Option, C. Also ich weiß nicht, ob wir dem, so wie dieser Brief geschrieben ist von dem Vater, geht es vorrangig um die Aufmerksamkeit, dieses du sollst wissen, also wir sollen wissen, was seinem Kind passiert ist. Deswegen schreibt er denen auch so sehr. Wir könnten ihn eventuell sogar verärgern, wenn wir ihm Geld geben, ne? Genau, also das wäre meine Theorie, weil wir uns dann freikaufen von der Schuld. Ich neige dazu, deinem Bauchgefühl zu folgen und hier drauf zu gehen. Wie gesagt, es ist nur ein Bauchgefühl, ich kann es nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass das vielleicht eine interessante Lösung sein könnte. Ich würde dem folgen. Also mache ich das jetzt. Sie haben dem untröstlichen und gebrochenen Vater ihr Beileid ausgedrückt. Großartig. Okay. Damit ist der Stapel Wir haben zumindest abgeschlossen. nichts falsch gemacht. Ja. Francis, das ist Genosse Koppe für Sie. Na gut, möge er hereinkommen. Hallo, Leiter des Ermittlungskomitees. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Was ist passiert?
Die AIS will schon morgen Anklage im Fall unseres Serienmörders erheben. Soweit ich verstehe, hat Chesters Vorgesetzter aus dem Gebiet von dem Geschehen erfahren und hat nun von oben angeordnet, die Sache aufzuklären. Wahrscheinlich suchen die Bullen jetzt einen passenden Sündenbock. Verdammt! Na gut, lass mich nachdenken. Was ist, wenn ich die Sache unter meine persönliche Kontrolle nehme? Na, riskant. Macht aber Sinn. Denk daran, im Fall der Fälle wird in den Augen der Partei auch dein Ruf leiden. Ist mir egal. Dafür wird man mich nicht absetzen, aber der Mörder muss gefasst werden. Gibt es Ideen, was man tun kann? Ich rufe Strasser an. Er soll die Bullen zurückhalten. Wir können es noch schaffen, jemanden aufzusuchen und unter vier Augen zu sprechen. Zu wem aber musst du entscheiden, Frank? Musst du noch einmal in die Akten des Falls schauen? Ja, wir werden noch mal in die Akten schauen, oder? Ja. Ja, ich werde mal sehen. So, das ist die Ach Akte, Gott, die, so die, genau, das ist die Akte, die diese vier Sachen schildert. Alle Opfer sind Parteifunktionäre der Stadt Eisen 1. Die Opfer wurden mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen im Bereich des Brustkorbs oder Verwendung einer gleichartigen Tatwaffe, Küchenmesser, zugefügt. Die Morde wurden im Bazarbezirk begangen. Sämtliche Taten wurden in den Abendstunden registriert. Neben den Körpern wurden Schmuckartikel aus Kupfer gefunden. Es wurden keine Zeugen der Taten und auch keine Fingerabdrücke gefunden. Fotos vom Tatort werden diesem Dokument beigefügt. So, dann haben wir Emma Dormer. War die Rothaarige. Das habe ich mittlerweile nachgeguckt. Die Kommunardin Dormer wird der Begehung einer Serie von Morden aufgrund persönlicher Abneigungen gegen die Opfer und psychischer Störungen verdächtigt. Sie war mit allen drei Ermordeten bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war ihr Ziel, Geld und oder andere materielle Vorteile in Form von Geschenken zu erhalten. Nach Aussage der Verdächtigen wurden alle drei Opfer am Tag ermordet, an denen Verabredungen mit der Kommunarin Dorner bestanden. Die Ermittlungen nimmt an, dass die Verdächtige aufgrund ihres Körperbaus keinen tödlichen Schlag ausführen könnte, es sei denn im Zustand des Effekts. Die Verdächtige widerspricht sich in ihren Aussagen selbst. Sie befindet sich derzeit unter Meldeauflagen auf freiem Fuß. Bei der AIS ist eine Erklärung von der Ehefrau eines der Opfer eingegangen, deren Inhalt sehr emotional gehalten ist. Die Frau behauptet, dass Dormer ihren Mann aus Rache hätte umbringen können, weil dieser sich von der Verdächtigen hätte trennen sollen. Dann Anna Turner. Die vorliegende Bescheinigung bestätigt, dass Anna Turner im spezialisierten Gebietskinderheim Nummer 1 der Stadt Eisen 2 für Kinder mit organischen Schädigungen des zentralen Nervensystems und Störungen der Psyche in vollständiger staatlicher Fürsorge untergebracht war. Eingewiesen ins Kinderheim auf Beschluss einer Kommission nach psychopathologischer Untersuchung. Die Spezialisten berücksichtigen die starke emotionale Erschütterung aufgrund des tragischen Todes ihrer Eltern sowie eine Reihe von Panikattacken, die später bei der Interaktion mit Männern höheren Alters bemerkt wurden. Die Mutter der Minderjährigen starb an inneren Blutungen, festgestellt im Laufe der Obduktion. Außerdem wurden zahlreiche Schläge festgestellt, die mutmaßlich seitens des Ehemanns stammten. Der Vater der Minderjährigen starb infolge einer akuten Alkoholvergiftung. Anna wurde bla bla von Leslie Turner adoptiert. Und wir sind ja davon ausgegangen, sie war unsere Hauptverdächtige vorhin, ne? Weil ihr auch die Schmuckgegenstände gehört haben. Okay. Ronald Ryan, der Gefreiter, der beim Kampfhandlung auf den Kuan-Inseln, den wir in der Kneipe getroffen haben. Wir haben ihn in der Kneipe getroffen an einem Abend, wo diese Taten begangen wurden. Der Kommissar Ryan wird der Begehung einer Serie von Morden aus politischen Motiven verdächtigt. Er ist in Eisen 1 wegen seiner parteifeindlichen und kriegsfeindlichen Ansichten bekannt. Allerdings hat die Partei aufgrund seiner heldenhaften Vergangenheit die Augen davor verschlossen. Aller Wahrscheinlichkeit nach Alkoholiker. Er wurde einige Male von Mitarbeitern der AIS wegen Rowdytums festgenommen und erhielt jeweils eine Ordnungshaft von bis zu 5 Tagen. Er verfügt über große körperliche Kraft und alle notwendigen Fähigkeiten für die Begehung eines Mordes. Der Aufenthaltsort an den Mordtagen ist unbekannt. Er besteht ein persönlicher Konflikt mit den ermordeten Snyder und Fischer, gegenwärtig in Haft, nachdem er im betrunkenen Zustand in einer Bar randalierte. Dabei wurde ein Mitarbeiter der AIS verletzt. Schwerer Schlag in den Bauchbereich, bestreitet seine Schuld.
Die Soldatenpension ist gegenwärtig eingezogen, arbeitsscheu. Bei der Festnahme wurden Blutspuren auf der Kleidung festgestellt. Die Proben wurden zur Untersuchung geschickt. Ja, super. Und dann haben wir noch Walter Weise. Der Kommando Weise wird gegenwärtig von den Ermittlungen als Hauptverdächtiger herausgestellt. Wir empfehlen, die Aufmerksamkeit auf ihn zu konzentrieren. Scharfer Gegenstand, Gegner der Reform zur Krankenversicherung, die in Eisen 1 durchgeführt werden, befindet sich in einem Streitzustand mit der Leitung des Unternehmens, in dem er arbeitet. Mitarbeiter und Leitung des Werks sprechen von einem äußerst aggressiven Verhalten des Kameraden Weise. Nimmt oft freie Tage, offizieller Grund, Fürsorge für den krebskranken Vater, darunter an den Tagen der Morde, behauptet bei der Vernehmung, dass er an den Abenden der Morde zu Hause war. Der Vater bestätigt seine Worte, allerdings sollte seine Aussage wegen der engen verwandtschaftlichen Beziehung nicht als wahrheitsgemäß gewertet werden. Alle ermordeten Kommunaden stimmten für die Durchführung der Reform der Krankenversicherung, was auf ein mögliches Tatmotiv des Kommunaden Weise hindeutet. Ist ein total schwacher Case. Aber er ist nicht so schwach wie der Fall gegen den davor, gegen Ronald Ryan. Der ist noch schwächer. Das stimmt. Das war es erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!